Hallo und herzlich willkommen zu unserem Abenteuer-AutorInnen-Talk. Wir haben ein paar namhafte Personen auf der Bühne, die alle seit bestimmt 10 Jahren und mehr, oder? Sagen wir mal, seit sehr vielen Jahren in der deutschen Rollenspielszene unterwegs sind und für alle möglichen Rollenspielsysteme Abenteuer geschrieben haben, Regelwerke. Ich glaube irgendwie, es gibt kaum jemanden von euch, der oder die, deren Namen man noch nicht irgendwo gesehen hat, wenn man mal so wahllos ein Buch aus dem Rollenspielregal zieht, irgendwie im Rollenspielladen und vorne das Impressum durchguckt, so. Ich glaube, ihr seid da alle schon sehr gut vertreten. Wenn es das richtige Buch ist, ja. Ich wollte gerade sagen, so zwei, drei Bücher musst du dann schon mal ausprobieren, aber ja, Genau. genau. Aber vielleicht einmal eine Vorstellungsrunde. Wir haben Stefan Küppers. Ja, soll ich selber Also oder? ich würde jetzt sagen, dass du schon bestimmt seit den 90ern DSA-Abenteuer vor allem Das richtig, seit schreibst. 97, glaube ich, war das erste DSA-Ding und seitdem DSA-Abenteuer-Hintergrund und dann auch für diverse andere Spiele war ich tätig. Ansonsten, also auch nicht nur als Autor, sondern auch als Redakteur. Für mich wichtigstes war eigentlich die Autoren- und Redakteurstätigkeit bei Space 1889, weil das halt so ein Magenspiel war, was ich ganz toll fand, was ich irgendwie mit vielen anderen, auch hier den beiden zum Beispiel, in Deutschland nochmal groß machen konnte. Das war gut und seitdem habe ich alles Mögliche gemacht, bis heute. Danke. Bei Ralf müssen wir, glaube ich, noch 15 Jahre weiter in die Vergangenheit rücken. Ja, damals nach dem Krieg. Genau, Nee. damals nach dem Krieg. Du hast seit den 80ern bist Ja. du aktiv in der Rollenspielszene. Plüschbaumplunder, Midgard. Genau. Nein, Nee, tatsächlich Midgard nicht, nicht. nein, sondern. Tatsächlich Midgard und DSA nie. Da habe ich nie irgendwas für gemacht. Warum? Was passiert? Ich weiß nicht, hat mich nie gereizt. Ich war irgendwo immer in den abstrusen Spielen unterwegs, so wo ich gesagt habe, hier kannst du irgendwelchen Blödsinn machen, hier kannst du wilde Klamotten dir einfallen lassen. So bin ich dann über Plüschbauern Plunder, bin ich dann zu Cthulhu gekommen, bin dann später bei Krimsus Krimskramskiste bei den etwas verrückten Rollenspielen gelandet, wie zum Beispiel das Monster aus der Spätvorstellung, das ich damals komplett übersetzt habe, was immer noch einer meiner Lieblinge ist. Ich war, wie Stefan schon sagte, bei Space 1889 dabei. Und habe zwischendurch immer wieder andere Sachen mich mal dran versucht. Es gibt auch Projekte, die nie erschienen sind. Also man könnte das noch erweitern. Das Schlimme war immer, ich habe tausend Ideen gehabt und nie die Zeit, sie alle zu erfüllen. Und sobald dann irgendwann wieder einer auf mich zukommt und sagt, hey, was hältst du davon, wenn man das damit kombiniert? Dann läuft mein Hirn wieder an und ich kriege wieder seltsame Ideen. Ist ganz schlimm. Geht bis heute Morgen. Und zuletzt, jetzt aktuell schreibst du an deinem eigenen System, das Baronomicon. Genau, das ist jetzt so mein größtes Projekt seit ein paar Jahren. PP&P, also Plüschpower und Plunder, war ja das Rollenspiel mit lebenden Plüschtieren. Die Regeln, oder besser gesagt, die Rechte dafür sind komplett im Limbo. Niemand weiß so richtig, wer die Rechte jetzt hat. Und dann habe ich auch gesagt, jetzt reicht's, du machst jetzt dein eigenes Ding, du machst jetzt das Baronomicon, neue Regeln, neuer Hintergrund, alles anders. Und das hat aber ein paar Jahre gelitten. Unter anderem, dass man während der Pandemie so schlecht Karten spielen kann, weil darauf basiert das Regelsystem. Ja, jetzt geht's wieder los. Julia, du schreibst Cthulhu-Abenteuer und bist hauptverantwortlich für Ftang. Ich bin Teil der Redaktion Okay. für Ftagen und ich bin hier wahrscheinlich das Küken in der Runde. Also ich spiele tatsächlich auch schon seit den 90ern, aber dass ich schreibe, ist so ungefähr seit jetzt so 7, 8 Jahren. Genau. Und ich schreibe für Call of Cthulhu und ich schreibe für Ftagen, das ist ja das System der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Und da bin ich eben auch in der Redaktion und da mache ich quasi alles, also auch Lektorat und so weiter. Genau. Und zu guter Letzt, Andreas Mehlhorn, Amel. Genau. Du hast nicht nur den Leitfaden Abenteuer gestalten geschrieben, sondern auch diverse Abenteuer, unter anderem auch für Cthulhu, Lange, richtig? lange für Cthulhu, genau. Damit habe ich auch eigentlich angefangen. Also 2001 kam die erste Cthulhu-Veröffentlichung.
96 war die erste Rezi, die im Envoyer damals noch, dem kleinen Blättchen, erschienen ist. War super damals, weil die haben einfach alles gedruckt. Das konnte ich dann halt auch mal. Da habe ich viele, viele Jahre Cthulhu gemacht und ein bisschen Malmsturm, Space 1889, Unknown Armies, jetzt Abenteuer gestalten, für Dread ein Abenteuer, für Mausritter ist gerade eins in Arbeit und jetzt halt ganz viel System Matters, alles, was die so machen. Und ich bin Redakteur von DCC, der Chefredakteur. Okay, danke. Genau, ja. So. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Wir hatten sehr, sehr viele. Wir haben sie dann eingedampft auf 5 Fragen, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir, wahrscheinlich könnten wir, wenn wir wollten, mit 2 Fragen irgendwie so eine Stunde füllen. Wir haben uns auf 5 eingeschränkt und die erste, die ist bewusst generisch gehalten, weil wir genau wissen, dass alle Leute, die Abenteuer schreiben, da eine andere Auffassung von haben. Wie plant ihr? Wie sehr geht ihr ins Detail? Wie entsteht bei euch Plot? Wer möchte zuerst? Also ich würde vielleicht die Frage noch insofern erweitern, für wen schreibe ich? Wenn ich für mich schreibe oder plane für meine eigene Spielrunde, würde ich da anders angehen, als wenn ich jetzt für eine Publikation angehe, weil ich da vielleicht andere Ziele habe, zum Beispiel eine Welt auch präsentieren, eine Welt vorstellen. Was ist das Besondere an der Spielwelt? Das würde ich mehr in einem Abenteuer einfließen lassen, was für Neulinge ist oder was vielleicht auch eine neue Spiellinie anteasern soll oder sowas. Also fängt, glaube ich, damit schon an. Okay. Das heißt, gehen wir mal davon aus, du würdest für eine Publikation schreiben. Ja, also Moment, womit fangen wir an? Mit wie baue ich den Plot oder was war? Genau, wie planst du, wie gehst du dabei vor? Drehst du erst... Planst du grob vor, gehst hinterher ins Detail, schreibst du einfach drauf los, wie entsteht der Plot eines Abenteuers, wenn du für eine Publikation schreibst? Ist tatsächlich unterschiedlich. Also es gab so Plots, die hatte ich im Kopf, da war der Plot schon da und dann habe ich alles an und rum geschrieben, mehr oder weniger. Ich musste es, in Anführungszeichen hatte ich das Skelett und ich musste nur noch Fleisch draufbringen. Aber es gab auch so Sachen, wo ich wusste, ich mache ein Abenteuer in der und der Region und ich habe noch keinen Plot. So, dann habe ich erstmal überlegt, was ist denn der Region? Was gibt es da? Was sind da für coole Sachen, für Elemente? Und habe mir dann mal Listen angelegt, so überlegt, wo kann man andocken? Was ist spannend? Was will ich dem Leser, dem Autor, vielleicht auch dem Spieler präsentieren? Was ist vielleicht in dieser Region noch nie präsentiert worden. Warum? Es gab vielleicht schon 3 Abenteuer mit, keine Ahnung, mit Räuberbaronen, aber es gab noch nie ein Abenteuer mit einem magischen Drachen und einem verwunschenen Schloss oder was auch immer. Also, aber es passt in die Region. Ne? Dann würde ich halt irgendwas in den Vordergrund bringen, was neu ist, was anders ist, was besonders ist. Und dann, ja, die Suche nach dem Plot ergibt sich aus den Elementen, die man da vorfindet. Grob gesagt. Genau. Hängt halt, ja. Wahnsinnig davon ab, wofür du schreibst. Ne? Ist das Mikro ein bisschen höher? Ein bisschen höher noch das Mikro, genau. Oder ein bisschen lauter reden? Nee, so ist wunderbar. So ist gut, ja? So. Alles klar. Hängt halt davon ab, wofür ich schreibe. Also sinnvoll ist, glaube ich, immer sich erstmal ein paar Abenteuer angucken, die dafür geschrieben wurden und dann den Stil aufgreifen. Also wenn ich ein Mausritter-Abenteuer schreibe, diese Faltblätter aus 3 DIN A5 Dingern, was dann so 6 A5 Seiten gibt, dann gehe ich da halt völlig anders ran, als wenn ich, keine Ahnung, Cthulhu-Abenteuer schreibe oder sowas. Dann ist ja sowieso die Frage, brauche ich überhaupt einen Plot? Ist ja, vielleicht will ich ja auch nur Elemente haben, wo die Spielgruppe alleine den Plot draus macht. Ich denke, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, was viele machen, gerade wenn sie anfangen, so baumartig wachsen lassen, dass man erstmal mit dem Stamm anfängt und sich grob überlegt, worum geht es überhaupt und dann kommen dann da die Äste dran und dann verzweigt das immer weiter, bis man bei den Blättern und den Knospen ist, was dann die Einzeldetails sind. Ich denke mal, das ist ziemlich viel so, dass man so ein bisschen grob erstmal guckt, was will ich überhaupt und dann wächst das immer weiter und dann sucht man sich hier eine Ecke, wo man sich was so ausdenkt und da eine Ecke und einfach nicht so viel unter Druck setzen, sondern einfach machen und beim Autofahren ein bisschen die Gedanken hängen lassen oder unter der Dusche oder wo das auch immer gerade geht, wo man nichts zu tun hat. Langeweile ist super. Das ist, das hilft sehr, sich mal gezielt langweilen. Das geht dann sofort los. Ja, manche Ideen müssen auch einfach irgendwie eine Weile reifen, oder? Also genau, ich habe das manchmal, dass ich irgendeine Idee habe und dann funzt das nicht so, wie ich das haben will und dann lege ich das einfach noch mal in der Schublade und lasse noch mal Zeit vergehen und schaue irgendwann später noch mal drauf. Ich kann den Punkten zustimmen bisher. Ich glaube, ein weiterer Punkt ist auch,
Ob man zum Beispiel für eine geplante Publikation schreibt, wenn man jetzt für einen Verlag schreibt, ist es ja oft so, dass es Pläne gibt, was veröffentlicht werden soll. Und dann bekommst du vielleicht auch schon eine bestimmte Vorgabe, was ist das Thema der Publikation. Und dann muss man natürlich auch mit seinem Plot ein bisschen gucken, dass man dieses Thema trifft und nicht völlig am Thema vorbei schreibt. Das heißt, da hat man nochmal einen anderen Ansatz, dass man schon gewisse Rahmenbedingungen hat. Das finde ich manchmal ganz angenehm, wenn es schon ein paar Punkte gibt, die feststehen, hat man schon mal was, wo man sich festhalten kann und dann von da aus weiter überlegen kann, was will ich machen. Ich muss aber dazu sagen, mir ist diese Vorgehensweise oft zu einsam, weil ich habe immer so eine Inspiration und ich finde die total toll. Und dann gehe ich zu einem meiner Denkpartner oder zu einer meiner Denkpartnerinnen, hör mal, ich habe eine total geile Idee, pass auf, muss ich dir erzählen, also Folgendes passiert. Und dann kriege ich nach ungefähr einer Minute, ja, ja, ist klar, und dann passiert das und das und das. Und ich so, ja, ist nicht toll. Und dann merke ich so, nee, du hast dich verrannt. Du bist jetzt wieder im Klischee Nummer 14 abgesackt. Dann können zwei Sachen helfen. Das eine ist Recherche, weil ich sage immer, Recherche ist toll. Ich mache viel zu viel Recherche, aber ich kriege super Ideen dadurch, weil ich dann auf einmal merke, oh, es gibt in dieser Region, gibt es, keine Ahnung, einen Barbarenstamm, der passt wunderbar in meine Geschichte. Und ich habe eben die Leute, die mit mir denken, weil die mir dann sagen, wie wäre es, wenn du an dieser Stelle das und das machst? Und so plotte ich meine Sachen zusammen. Also wenn ihr ein Abenteuer von mir seht oder lest, da steht unheimlich häufig drunter nach einer Idee von. Und da stehen ganz andere Leute. Das habe ich mir irgendwann angewöhnt, weil das genau dieser Punkt ist, dass ich sage, okay, das hat eigentlich habe ich das gar nicht entwickelt, sondern zum Beispiel meine Freundin Silvia von der Redaktion Fantastik, mit der denke ich sehr viel. Und manchmal kommen ganze Plots auch von ihr. Das ist aber normal. Es kam auch schon eine Frage aus dem Chat, eigentlich auch zwei. Und zwar wurde gefragt, schreibt ihr auch analog? Und als zweite interessante Frage bei euch, nutzt ihr auch mittlerweile ChatGPT? Könnt ihr das, habt ihr das alles verstanden? Ich habe es schwer verstanden. Also die Frage war, ich kann es mal wiederholen, ob wir ChatGPT nutzen und ob wir auch analog schreiben. Ja. Ach so, okay, ja. Genau, also ChatGPT, ja, nein, ja, schließe ich mich Ralf an. Ja, ich halte es erstens für Blödsinn, weil ChatGPT lügt mich an. Ich habe das heute Morgen schon beim Frühstück erzählt, ich habe mal eine Biografie von mir von ChatGPT schreiben lassen, ich habe ein tolles Rollenspiel geschrieben, es gibt weder dieses Rollenspiel, noch habe ich es geschrieben. Und auch auf Nachfragen bestätigte ChatGPT mir zum Beispiel, ja, ja, hast du geschrieben, ja, ja, das war so und so. Und ich habe da ein wildes Dark-Fantasy-Rollenspiel daraus gemacht, offensichtlich. Und ich wusste da nichts von. Ich fand es auch doof. Aber das benutze ich also überhaupt nicht. Bringt doch nichts. Also ich denke, ein Tipp, den man generell geben kann, ist, nehmt nicht die erste Idee, die ihr habt, sondern nehmt die dritte. Weil die erste ist immer das Klischee, das ist das, was einem in den Kopf kommt und die zweite ist dann schon ein bisschen besser und ab der dritten kommt man dann langsam in Bereiche, die nicht schon völlig ausgelutscht sind. Und ChatGPT nimmt immer die erste Idee und schon allein deswegen funktioniert es nicht wirklich. Und analog, wenn ich das ganz kurz, ich habe ein Notizbuch, das schleppe ich auch immer mit mir rum und da kommen auch Stichworte rein, aber lange Texte nicht, das gibt keinen Sinn. Aber Stichworte, gerade so Fließdiagramme oder sowas. Genau, so mache ich das auch. Ich habe auch so ein Buch und da landen so Inspirationen drin, wenn man einfach nur irgendeinen coolen Gedanken hat, der völlig zusammenhangslos im Raum steht, dann wandert das da rein oder so Beziehungsnetze oder sowas male ich da auch gerne mal rein, so Kram, genau, wo man einfach malen muss und Striche malen und so und das mache ich nicht gerne am Computer. Da haben wir gleich eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Habt ihr Werkzeugkästen, die ihr benutzt beim Schreiben von Abenteuern? Also im weitesten Sinne, ne? Im Sinne von, gibt es bestimmte Methoden, die ihr immer wieder verwendet, so wie du jetzt zum Beispiel sagst, ein Beziehungsdiagramm oder ein Notizbuch, wo man nur so Ideenfetzen reinschreibt, damit sie nicht verloren gehen. So, das ist ja ähnlich wie Musiker irgendwie, ne? Also Textpassagen oder so, man hält es fest nach dem Aufwachen oder so, keine Ahnung, weil man eine Idee hatte. Und es gibt ja mehrere Methoden irgendwie, von denen man mal so gehört hat. Gibt es sowas bei euch auch? Ja, ich habe ein Buch drüber geschrieben. Insofern, genau. Das Buch ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut, aber es widerspricht sich. Das finde ich am faszinierendsten an dem Buch. Das soll sich auch widersprechen. Eben, das ist ja Sinn und Kapitel Zweck, X widerspricht Kapitel Y. Genau, das ist absolut Sinn und Zweck des Ganzen, man soll da rumprobieren. Und das ist ein ganzes Buch, also Abenteuer gestalten bei System Matters, zurzeit leider vergriffen. Wir arbeiten an der erweiterten Auflage, insofern
Mal gucken, wann ich endlich zum Texteschreiben komme, aber ja, das PDF gibt es noch zu kaufen. Und das ist ein ganzes Buch mit Techniken, wie man sowas halt angehen kann, vom Five-Room-Dungeon über Personennetze, über C-Webs, über ich weiß nicht, wie der ganze Kram alles heißt. Und insofern, da greife ich sehr gern drauf zurück. Und das ist dann auch gute, das mache ich auch häufig halt zur ersten Frage, dass ich mir überlege, auch heute hätte ich mal Lust, ein Abenteuer Marke Five-Room-Dungeon zu schreiben und dann wird halt vollgekritzelt. Und wenn mir das gefällt, was ich da hingeschrieben habe, dann wird es ausgeschmückt. Und so, das mache ich sehr, sehr viel, ja. Im Gegensatz dazu mache ich das gar nicht, sondern ich gehe tatsächlich von den Strukturen aus, dass ich sage, okay, wie sieht die Struktur eines setzebeliebiges System Abenteuers aus? Was gucke ich mir an? Ah ja, da kommt erst das, dann kommt das, dann kommt das und dann baue ich mir eine Lehrstruktur und an der hangele ich mich entlang. Und wenn ich Ideen habe, schreibe ich die rein. Ich bin zum Beispiel auch ein komplett digitaler Autor. Bei mir gibt es keine Notizbücher, das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, weil die verlege ich immer. Also entweder schreibe ich es am Computer oder ich schicke mir selber Mails. Dann kann ich die immer raussuchen. Und es gibt immer eine Datei Ideen zu, setze beliebigen Titel ein. Und ich wundere mich dann immer nach einem halben Jahr, was hast du da denn geschrieben? Boah, das war gut. Also auch da muss man mal drauf zurückgreifen. Was ja aber auch schon für sich ein Werkzeugkasten ist, oder? Ja, ja. Du nimmst den Werkzeugkasten von den publizierten Abenteuern und baust da deine Sachen rein. Insofern, genau. Das ist generell eine gute Idee, weil es ist keine gute Idee, wenn man jetzt an einen Verlag rantritt und dem ein Abenteuer für XY geben will, eine Struktur zu nehmen, die nicht die Standardstruktur ist. Ja, also wenn wir ein Beyond-the-Wall-Abenteuer sehen, was eben nicht aus Tabellen besteht, ist es halt kein Beyond-the-Wall-Abenteuer und dann wird es auch nicht veröffentlicht. Punkt. Dann müsste es halt als Fanzine kommen oder was auch immer. Hat ja alle Möglichkeiten heute, aber ja. Ja, also ich mache mir auch immer gerne eine Struktur für mein Abenteuer oder das, was ich schreibe. Und innerhalb dieser Struktur tauchen dann schon mal so Notizsätze auf. Manchmal sind es nur Punkte, manchmal sind es Ideen für Szenen oder Plots oder sowas, ne? Dass ich sage so, das und das könnte in der und der Folge sozusagen da auftauchen. Manchmal habe ich auch einfach eine lustige Begegnung am Wegesrand, was auch immer. Und manchmal fliegt sie ja wieder raus, wenn ich nachher merke, das passt nicht. Dann kommt sie aber vielleicht in so eine Steinbruchdatei, wo ich sie dann irgendwann mal was anders recyceln kann. Also mir hilft es immer so, mir selber eine Struktur zu schaffen. Und ja, digitale oder manchmal auch Papierspickzettel gibt es bei mir immer, dass ich irgendwas an Ideen, Szenen, Dialogen manchmal auch irgendwie auf mir einfällt und aufschreibe. Okay. Du schreibst ja für Cthulhu. Das ist ja nochmal, finde ich, sowas Besonderes. Weil Cthulhu-Abenteuer ja oft, zumindest früher war das immer so, so eine bestimmte Struktur haben, so eine Abfolge von Ereignissen, die stattfinden, um zum Ziel zu führen. Frank Heller hat da irgendwie vor, weiß ich gar nicht, vor 15 Jahren oder so, mal einen Artikel zugeschrieben, die berüchtigte Cthulhu-Matrix. Sicherlich mit dem Augenzwinken. Ja. Ne, aber es ist ja trotzdem, finde ich, eine Herausforderung, ein Cthulhu-Abenteuer zu schreiben, das anders ist. Oder? Es kommt jetzt drauf an. Also ich meine, die Cthulhu-Matrix, die berühmte, funktioniert ja grundsätzlich. Ja? Es ist halt nur ein sich wiederholendes Muster. Und das kann auch mal okay sein. Ne? Wenn ich ein Szenario schreibe, versuche ich immer, irgendwie einen Punkt zu finden. Das kann im Plot liegen, das kann in der Struktur liegen, das kann im Hintergrund liegen, egal was. Irgendwas zu finden, was ich anders mache, als man es erwarten würde oder als es üblich ist in dem, sag ich mal, Setting oder in dem System. Und klar, man muss dieser Matrix nicht folgen. Ja? Also, keine Ahnung, zum Beispiel ein Teil der Cthulhu-Matrix ist ja der Klassiker, die Charaktere müssen am Ende die Helden müssen ein Ritual verhindern. Man kann aber auch ein Szenario schreiben, in dem am Ende ein Ritual durchgeführt werden muss oder ne, um irgendwas Böses zu verhindern. Es ist eigentlich dasselbe Switch, nur halt die andere Seite. Ne? Wäre halt mal was anderes. Ja? Weil man kann auch nicht ständig das Rad neu erfinden. Also, keine Ahnung. Ich meine, bestimmte Dinge wiederholen sich einfach immer mal wieder oder bestimmte Ideen, ne? Glaube ich, kommen im Laufe der Rollenspielgeschichte immer wieder, glaube ich, ans Tageslicht. Ja? Aber ich glaube, wenn man sich da vorher Gedanken macht, wie man vielleicht abweichen kann, dann kann man auch immer irgendeinen Punkt finden, wo man dann vielleicht überraschend ist oder was anders macht, als es erwartet wird. Die dritte Idee halt, ne? Genau. Ja. Und zur Cthulhu-Matrix, Frank hat die ja damals geschrieben, um zu sagen, wie man es bitte nicht machen soll. Weil jedes zweite Abenteuer, was er eingereicht gekriegt hat, so ein Ding war und das ist halt einfach maßlos langweilig.
nach dem zweiten, dritten Mal. Mhm. Ne? Also Froschkönig-Fragmente von Steffen Schütte ist immer noch eins meiner Lieblings-Cthulhu-Abenteuer und das folgt komplett der Cthulhu-Matrix. Aber das ist halt so ein Riesending drumherum. Das spielt zufällig auch noch in meiner Heimatstadt, das ist ein kleiner Sonderbonus. Und da funktioniert das dann natürlich, aber normalerweise eben nicht. Also wenn man so diese ganz Klischee-Dinge hat, dann vielleicht doch lieber ein, zwei Ideen weitergehen, würde ich auch sagen. Ich finde immer, ein wichtiger Tipp ist auch, versteck deinen Plot. Lass die Leute gar nicht merken, was sie spielen. Du kannst eine Cthulhu-Matrix spielen, wenn die Leute aber denken, sie sind auf einem ganz anderen Weg, dann merken sie vielleicht das erstmal gar nicht. Sie denken vielleicht, oh, da ist ein Mordfall, lass uns diesen Mordfall aufklären. Und plötzlich ganz am Ende, oh mein Gott, der Mordfall ist passiert, weil es da ein Ritual geben sollte. Ritual kommt erst nach zwei Dritteln rein. Dann kann man tatsächlich solche Sachen, die im Grunde genommen Klischee sind oder die man schon oft gesehen hat, die kann man tatsächlich umdrehen und kann dann daraus keinen neuen Plot in dem Sinne generieren, aber man versteckt den eben erstmal vor den Spielenden und die müssen erstmal rausfinden, ja, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Bin ich in einem Kriminalfall? Bin ich in einem Horrorfilm? Und so weiter. Das finde ich einen wichtigen Punkt, so mit den Erwartungen der Spieler spielen, also die eben nicht erfüllen eigentlich, ne? Irgendwie sie denken lassen, sie wären, sie wüssten jetzt, was los ist, aber irgendwas anders machen eben, ne? Mhm. Das finde ich ganz gut, dass man sich auch überlegt, aus dem Blickpunkt der Spieler, was erwarten die? Was könnte jetzt kommen und natürlich genau das andere machen, um es eben abwechslungsreicher. Das ist aber auch ein schmaler Grat. Ne? Also wenn du zu sehr die Erwartungen brichst, sind die Leute am Tisch sehr enttäuscht. Also okay, ist halt so ein bisschen, also ist ein schmaler Grat. Absolut. Man muss immer mal wieder so ein bisschen, aber man sollte es nicht komplett umkehren. Du solltest auch im Genre bleiben. Also du solltest, zum Beispiel. Ne? Genau, solltest jetzt genau. Nicht sagen, da ist ein großer Alter und dann am Ende, oh, es ist ein UFO vom Mars und es ist silbern und da kommen Tentakel unten raus, darum haben sie es für Cthulhu gehalten. Das fände ich eigentlich ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich bin mal genau in so ein Abenteuer reingerannt. Der Zusammenhang ist auch irgendwo gegeben. Ne? Ja, aber ich fand es grausig, weil ich hatte dann gedacht, okay, ich spiele hier ein Sherlock-Holmes-Abenteuer und am Ende tauchten Aliens auf. Fand ich persönlich ganz grausam und schlimm. Ich hatte mal ein Cthulhu-Abenteuer, wo irgendwie alle erwartet haben, es ist XY und das war dann aber eben nicht das Monster und ich hatte zum Schluss irgendwie den tollen Showdown, wie er im Abenteuer stand, geplant und alle haben mich hinterher angeguckt und sagen, ja, war ja ganz nett, deine Spielleiterleistung und das Abenteuer, boah. Und das war, ich habe einfach gespielt, wie es drin stand und die hatten was anderes erwartet. Ne? Insofern, also bisschen brechen, ja, weil ja, wenn sie alles erwarten, ist natürlich doof. Aber ich würde es nicht zu schlimm machen, weil dann kriegt man diese ganz schlimmen Art-Punk-Abenteuer, hinterher keiner das spielen will. Ne? Mein Hass-Cthulhu-Abenteuer Nummer 1, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Aber das endete dann damit, okay, ihr habt eine Kolonie der tiefen Wesen vor der Küste entdeckt. Und wir so, oh mein Gott, was sollen wir tun, was können wir machen? Und dann, der Spielleiter sagt uns dann irgendwie nach 3 Stunden sinnlosem Überlegen, ja, ihr müsst das Militär einschalten. Ja, ja, klar, wir gehen jetzt zum Militär und sagen, hey, da draußen, das sind Monster, bombt die mal tot. Das war die Lösung des Abenteuers. Ich habe dann später das Abenteuer gelesen, es ist die Lösung des Abenteuers. Ich habe das immer. Klingt nach der Innsmouth. Ja, das war irgendwas mit Innsmouth. Es gibt eine Frage aus dem Chat, ob es eine Abenteueridee gibt, also Frage an euch alle, die ihr gerne mal aufs digitale Papier bringen wollen würdet. Was Ralf sagt. Genau, immer die aktuelle. War das eine Frage an Ralf? Aber vielleicht ergänze ich das ein bisschen. Gibt es irgendwas wirklich richtig Verrücktes, was aus Gründen noch nicht erschienen ist von euch? Was ist das, was ihr... Ich schiebe mich jetzt mal ganz kurz vor, weil das Schlimme ist wirklich, man kriegt so diese Idee zwischendurch. Und das ist dann immer die geile Idee schlechthin. Und dann denkt man, boah, das musst du schreiben. Und dann schreibst du irgendwas dazu, aber du weißt genau, du schaffst es jetzt nicht. Dann liegt das irgendwo auf deiner Festplatte, irgendwo in deinem Notizbuch. Und du machst was anderes. Und nach einem Jahr denkst du wieder, oh mein Gott, es ist so genial, ich muss es machen. Du findest den Verlag nicht, der Verlag findet es blöd, was auch immer. Aber ich glaube, jeder von uns hat so diese 3 Zeilen, die dutzendfach untereinander hängen, wo man sich denkt, oh mein Gott, daraus muss ich mal was machen. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich arbeite relativ zielgerichtet.
Ja, so. Wenn mir einer sagt, schreibt Mausritter-Abenteuer, schreibe ich Mausritter-Abenteuer. Wenn einer sagt, schreibt ein DCC-Abenteuer, schreibe ich ein DCC-Abenteuer. Punkt. So. Du bist ja schon ein etablierter Autor. Genau. Also übrigens, eine Sache, die mir vorher noch eingefallen ist bei den ganzen Sachen, die wir hier erzählen, das gilt sehr viel für die publizierten Sachen, wenn man was veröffentlichen will. Für die Heimrunde kann man da viel relaxter rangehen. Da würde ich auch beim Plot machen sehr viel einfacher das machen, ein paar Stichworte aufschreiben und erstmal Pause. Halbzeit. Pause. Super. Alle zum Ende. Genau. Würde ich einfach mal losspielen in der Spielrunde. Ja. Alle so. Oh, ernsthaft? Ich fände das jetzt sehr lustig, wenn wir jetzt einen Lauf sehen würden. Zwei von uns. Ist klar. Es kommt eine Durchsage, ihr rennt raus, aber es ist nicht unser Auto. Ja, die gehen viel zu langsam. So, wo waren wir stehen geblieben? So, bei Heimabenteuern. Genau. Also für die Heimrunde kann man da sehr viel relaxter rangehen. Da darf man sich auch gerne mal in Klischees bedienen. Man kennt die Heimrunde, welche Klischees die kennen und welche nicht. Da wiederhole ich mich halt nicht dauernd und da spielt man halt einfach. Und man kann sie natürlich, die Szenarien, auch viel besser auf die Runde abstimmen. Ja, das ist ja immer so ein Punkt, der gerne auch erwähnt wird oder auch als Kritik kommt. Ne? So, wenn man ein Szenario schreibt und es wird veröffentlicht, dann muss das ja von jeder Gruppe da draußen spielbar sein. Ne? Und ich finde, also ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, ich glaube immer, das ist ein bisschen auch Teil der Arbeit des SL, ein Szenario zu nehmen und es so anzupassen, dass der Anfang zumindest, ne, der Einstieg für die eigene Runde passt. Ja. Weil als Autor oder Autorin kannst du nicht was schreiben, was auf jede Gruppe 100%ig perfekt wie die Faust aufs Auge passt. Ne? Was ja die große Herausforderung ist beim Schreiben für Publikationen. Ja. Ja, genau. Das ist natürlich viel leichter, ne? Wenn ich meine Leute kenne, dann weiß ich genau, wie ich die irgendwie kriege mit irgendwas. Genau. Ich leiste mir dann hin und wieder mal den Spaß, gerade auf der Anrufung, also der Con der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, leite ich immer Baronomicon. Da schreibe ich immer einen kurzen Text, ich habe noch keine Ahnung, was in dem Abenteuer passiert. Ich schreibe einen kurzen Text, klingt cool. Danach schreibe ich meine Leute an, weil ich weiß, wer sind meine Spieler, und sage, pass mal auf, liefert mir drei Sachen, die in dem Abenteuer passieren. Und dann kriege ich Mails zurück. Und dann denke ich jedes Mal, ach du Scheiße. Weil der eine möchte ein Abenteuer auf der Rückseite des Mondes spielen, der andere möchte ein Abenteuer spielen, was auf dem Mars spielt, der dritte möchte ein Abenteuer spielen, was da spielt, und der vierte möchte eine Hexe mit drin haben. Schön. Planet Hopping auf dem Besen. Passt. Es macht auf jeden Fall tierisch Spaß, aber so kann man natürlich nicht publizieren. Aber wenn man sich das traut, kann man eben tatsächlich einfach auf die Wünsche der Spielenden eingehen. Man kann gucken, was liefern die auch im Abenteuer. Und dann sagt derjenige, der die Hexe geliefert hat, der sagt dann, ah, das ist bestimmt eine Hexe. Und er sagt, ja, es könnte sein, ihr habt seltsame Sachen beobachtet in den letzten Tagen. Wahrscheinlich ist es eine Hexe. Aber das ist natürlich für eine Publikation vollkommen ungeeignet. Eine Sache, die mich immer beschäftigt hat in meiner Rollenspielkarriere. Wir haben vorhin schon unten kurz drüber gesprochen. Gerade in den 2000ern oder in den, ich sag jetzt mal, in den 90ern, 2000er Jahren war das gang und gäbe, dass Rollenspielabenteuer eine Flut an Text am Anfang hatten, um den Plot zu erklären, damit die Spielleitung weiß, worum es geht und warum das passiert, was in diesem Abenteuer passiert. Wie ist eure Herangehensweise da? Wie macht ihr das? Wie verpackt ihr das? Und wie dreht ihr das so, dass, oder nein, anders, welches Ausmaß davon kann die Spielerschaft im Laufe des Spiels tatsächlich erschließen? Weil es gibt ja viele, wo so 90% der Grundinformationen am Anfang von so einem Abenteuer eigentlich für das eigentliche Geschehen gar nicht relevant sind. Zumindest war das früher oft so, das hat sich ja geändert. Wie ist eure Herangehensweise da? Also erstmal schuldig, euer Ehren. Wir haben, glaube ich, alle gerade in den 2000er Jahren Cthulhu, haben wir, glaube ich, alle so einen Scheiß gemacht.
der berühmte Satz, Sie erfahren, lieber Spielleiter, am Ende dieses Abenteuers, was wirklich passiert, damit Ihnen die Spannung bleibt. Geht's noch döver? Aber so haben wir damals geschrieben. Und inzwischen bin ich also auch durch Schimpfe verschiedener Spieler dann wirklich auf einen anderen Weg gekommen. Ich betreibe sehr viel mehr Informationsmitteilung. Mein großes Manko ist bis heute noch, ich habe 90% Hintergrund, den man wahrscheinlich überhaupt nicht braucht oder den man meistens nicht braucht, den ich aber spannend finde oder wo ich sage, hey, das könnt ihr vielleicht nutzen. Ob man es dann tut, ist eine ganz andere Frage. Wenn man es nicht tun will, hat man aber nur diesen Teil, den man überlesen muss. Ja, diese 85 Seiten, dann hat man auch die 5 Seiten Plot. Nein, es ist schon ein bisschen anders. Aber ich denke, wenn man das gut aufteilt, dass man sagt, hier sind Informationen, die ihr zum Beispiel zum Spielort habt. Hier sind die Informationen zu den Charakteren, zu dem Fall, zu den Geschehnissen, die hier passieren. Dann kann man da eben sehr viel das besser machen, als wir es damals gemacht haben. Andreas wird mir zustimmen, wir waren schrecklich. Also dieses... Stefan wahrscheinlich auch. Dieses 90% Aufschreiben, die niemand rausfinden kann, mochte ich noch nie, aber ich glaube, ich habe das auch so, das war halt so der Stil. Also ich glaube, was da sehr hilft, ist, wenn man sich bewusst macht, jetzt wenn man ein Abenteuer für eine Publikation schreibt, dass man sich klar macht, wer die Zielgruppe ist, für die man das schreibt. Und das ist eben nicht die Spielleitung, sondern das sind die Spieler. Und die Zielgruppe kriegt das Abenteuer aber nie zu sehen, sondern die kriegt es nur vermittelt über die Spielleitung. Und insofern ist so ein Abenteuer quasi eine Gebrauchsanweisung an die Spielleitung, wie sie ein cooles Abenteuer an den Tisch bringt. Und niemand mag lange Gebrauchsanweisungen. Und es ist auch ziemlich bescheuert, die Gebrauchsanweisung so zu schreiben, dass die Zielgruppe hinterher sie nicht anwenden kann, weil sie die Hälfte davon nicht weiß. Und ich denke, dass das fasst so alles zusammen. Wir hatten uns im Vorgespräch so ein bisschen unterhalten und wir haben alle genickt und haben gesagt, und wie tief machst du es? So wenig wie möglich. Und was sollen die Spieler rausfinden? Alles. Und das ist die Zusammenfassung, glaube ich, die wir alle, uns alle einig sind. Ja, aber alle. Ihr könnt es noch elaborieren, wenn ihr wollt. Ralf. Ja, ich bin immer noch das Problemkind, ich gebe es ja zu. Ich habe immer viel zu viel Hintergrund, viel zu viel Recherche. Ich hoffe, man kann es einfach überblättern und verliert dann nichts, wenn es einen nicht interessiert. Also mir ist wichtig am Anfang, dass ich dem Spielleiter helfe, erstmal sagen, worum geht es in dem Abenteuer. Es geht um den Plot eines russischen Anarchisten, der einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland heraufbeschwören möchte. Dazu macht er folgende Dinge, bla bla und blub. So. Mhm. Dann habe ich erstmal den Plot erklärt und dann würde ich halt darauf eingehen, was vielleicht noch sonstige Sachen wichtig sind für den Spielleiter. Aus irgendwelchen Plotgründen wäre es ziemlich problematisch, wenn russische Charaktere teilnehmen würden, zum Beispiel. Ne? Also irgendwelche Sachen, die der Spielleiter braucht, damit seine Spielrunde oder damit alle Spaß haben. Ne? Es gibt ja, keine Ahnung, einen Detektivplot. Hey, es ist halt vielleicht doof, wenn man einen Wahrheitsmagier dabei hat, der direkt jede Lüge enttarnt oder sowas. Man erstmal sagen, nee, das ist ein Detektivabenteuer, da sind die und die Charaktere vielleicht nicht optimal. Sollte allerdings am besten neben dem Klappentext schon stehen, solche ultimativen Dinge. Ne? Also damit man es nicht erst kaufen muss und dann. Aber auf jeden Fall sind das so die Sachen, die ich immer brauche und immer liefern möchte. Eine Zusammenfassung und wichtige Infos für den Spielleiter, damit er seine Spieler irgendwie entsprechend abholen kann. Ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen eine Kampagne bekommen, die ich mir über einen Kickstarter unterstützt habe. Ich habe sie aufgeschlagen, ich habe angefangen zu lesen. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Weil es steht nicht da drin in dieser Kampagne. Es fängt halt an, dass jemand verschwindet und so. Ich muss dieses ganze Ding lesen, damit ich weiß, worum es geht. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Es geht mir offen. Ne? Und wir schreiben das so, lieber Spielleiter, damit Sie auch Spaß daran haben, das Ganze zu lesen. Das hat sie nicht mal geschrieben, die Autoren, aber wenn ich jetzt... nee, also, nicht doof. Ja. Was bei Cthulhu ja auch gern gemacht wurde, zum Glück auch weniger geworden ist, ist dieses, wir müssen das Ende gruselig halten und dürfen es der Spielerrunde nicht verraten. Das ist zum Glück ziemlich abhanden gekommen, weil das habe ich irgendwie die Pest gehasst. Es gibt nichts Bescheuerteres, als wenn man dann irgendwie irgendwas erlebt hat und dann geht man da raus und dann, ja, was war denn das jetzt, lieber Spielleiter, sag mal. Und ich sage, hier, Horror, kriegst du nicht gesagt.
Das ist Banane. Da muss ich sagen, das war immer eigentlich das, was mir am meisten bei Cthulhu auch auf Conventions Spaß gemacht hat. Ich habe die Runde gespielt und dann saßen meine Spieler mir noch gegenüber und guckten mich an. Ja, was ist denn da jetzt passiert? Und dann habe ich angefangen, das nochmal im Nachgang zu erzählen. So Sachen, die sie nicht verstanden haben oder Sachen, die sie vielleicht anders verstanden haben. Und das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht, weil ich eben nochmal so ein bisschen gucken konnte, was ist überhaupt angekommen. Manchmal habe ich dann auch gemerkt, okay, die waren auf einem völlig anderen Weg, als ich gedacht habe. Und da lernt man eben auch so ein bisschen das Spielleiten auch durch, weil man eben merkt, ja, ich bin der Meinung, ich verkaufe jetzt hier gerade den Krimi-Plot schlechthin und meine Spieler gucken eigentlich nur Kultisten, Kultisten, Monster, Monster. Habe ich irgendwo Mist gebaut? Irgendwie habe ich das überhaupt nicht hingekriegt. Und das finde ich also sehr spannend. Und ja, manchmal gibt es eben auch tolle Abenteuer, wo man auch sagt, boah, das möchte ich aber erzählen, weil die Geschichte so schön ist. Der Klassiker ist ja immer, wenn vorne drin steht irgendwo, es kann sein, dass ihre Spieler den Umfang der Hintergründe nicht vollständig aufschlüsseln bis zum Ende des Abenteuers, aber das ist so gewollt, weil das Wirken der großen Alten ist unergründlich und sie können es auch gar nicht alles verstehen oder so. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen in Cthulhu-Publikationen, wo ich denke so, okay, welchen Wert hat das dann für mich am Spieltisch, ja, so, wenn ich das nicht erschließen kann? Zum Thema, also apropos erschließen, es gibt viele Geheimnisse, ne, die die Spielenden im Laufe eines Abenteuers ergründen. Und hallo. Und wie gestaltet ihr Geheimnisse? Wie platziert ihr Geheimnisse? Wie macht ihr das mit der Redundanz der Quellen? Weil das ist sowas, was gerade, ich finde, das ist so ein bisschen so ein Kreuzthema. Es ist, auf der einen Seite muss man gerade Kaufabenteuer ja irgendwie versuchen, auf seine Gruppe zuzuschneiden, damit es persönlich wird. Gleichzeitig geben Kaufabenteuer auch vor, an welcher Stelle es welche Geheimnisse zu ergründen gibt und wie die erschlossen werden, wie sie verarbeitet werden und wohin sie als nächstes führen. Und da finde ich, ist eine ganz schwierige Sache, wenn man Kaufabenteuer mit seiner eigenen Gruppe am eigenen Tisch spielt, das so zu verzahnen, dass es eben keine Schienenfahrt wird oder der Hintergrund meines Charakters nicht völlig irrelevant ist, weil es diese Informationen nur von dieser Person an dieser Stelle gibt. Selbst wenn mein Charakter nie mit dem sprechen würde, weil die sich spinnefeind sind oder so. Wie ist da eure Herangehensweise, beziehungsweise also beim Schreiben zum einen, und was wäre euer Tipp an Runden zu Hause am Spieltisch, wie man solche Abenteuer am besten für sich anpasst? Kann man das in einer Frage zusammenfassen? Das ist schon ziemlich umfangreich, ne? Ich glaube schon. Ja, denke auch. Das ist, hängt ja auch direkt miteinander zusammen. Also ich glaube, wenn ein Szenario so geschrieben ist, dass es den einen entscheidenden Hinweis gibt, wenn der nicht gefunden wird, dann ist alles aus. Das ist ein Game Design Fehler. Also ja. Für mich ist das einfach ein Fehler im System quasi. Mhm. Das sollte nicht passieren. Ja? Das heißt, entweder ich mache es dann so, dass diese Information einfach gefunden wird, ohne jede Probe und ohne alles, weil sie jemand erzählt, ne? Oder weil man eben darüber stolpern muss, ja? In irgendeiner Form. Oder aber ich baue sie redundant ein, sodass es mehrere Möglichkeiten gibt, dass sie gefunden werden kann. Ja? Bei anderen Dingen gibt es ja Optionen, wenn etwas nicht ganz so wichtig ist oder vielleicht irgendwelche Seitenquests quasi aufschließt, dann muss es nicht gefunden werden, kann aber. Dann ist es okay. Dann kann ich das auch irgendwelchen Fertigkeitsproben überlassen, zum Beispiel, ob das jetzt passiert oder nicht. Mhm. Und als Spielleitung würde ich es immer tatsächlich improvisieren. Ne? Wenn ich jetzt sehe, da ist eine Situation und die ist in meiner Gruppe so absolut nicht, die wird so nicht passieren, dann baue ich das einfach um, nutze das anders und bringe das woanders unter, die Information. Also ich glaube, so viel Improvisation kann schon sein. Genau. Also dann muss im Zweifelsfall, muss man einfach sagen, der Autor hat da jetzt reingeschrieben, mache eine Probe auf Verborgenes erkennen, wenn du sie nicht schaffst, Pech gehabt. Was sagst du dann, sagen deine Spielenden, ja, wir durchsuchen den Raum und versauen alle ihre Probe und ja, dann stolpert vielleicht einer trotzdem, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, über den Hinweis oder man sagt von vornherein, ja, nee, das ist mir jetzt zu hart, die lasse ich direkt weg. Davor versuchst du rauszufinden, wo der Autor wohnt und gehst hin und schüttelst ihn und sagst, schreib ein vernünftiges Abenteuer. Also ich habe tatsächlich begonnen, irgendwann, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Private Eye beschäftigt und habe das eben diese Struktur auch da
versucht reinzubringen. Und ich habe immer so Bullet Points gemacht. Oben sind die Sachen, die muss man erkennen. Die erkennt man, indem man an einen bestimmten Ort geht. Unten sind die Sachen Rollenspiel oder leichte Probe. Okay, unten schwere Probe oder Rollenspiel und leichte Probe. Aber die Sachen, die ich verberge, das sind Zusatzinfos. Ja, dann wissen die Leute, okay, Julia ist da aufgetaucht, aber dass Julia an dem Tag so einen komischen Mantel mit sich getragen hat, der seltsam verfärbt war, das ist nicht ganz so wichtig, genau. Und dann kann man diese Info, muss man sie nicht haben, wenn man sie kriegt, okay. Und sie muss, ich versuche immer, die wichtigen Sachen mehrfach zu platzieren. Wir haben jetzt zum Schluss noch zwei Fragen. Eine Frage aus dem Chat, die sich aber als Abschlussfrage ganz gut eignet, aber auch noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich auch ein bisschen schreibe. Wie geht ihr das Thema Testspielen an? Und wann ist euer Abenteuer fertig? Woran macht ihr das fest? Testspielen ist sehr hilfreich, weil die Abenteuer sind in der Erstform immer scheiße. Ein Abenteuer ist nie fertig. Nach jedem Testspiel wird es umgeschrieben. Ihr seid dran. Genau, also Testspielen ist wichtig, um Kinken aus dem Abenteuer rauszuholen. Und das Abenteuer ist fertig, wenn ich den Eindruck habe, das ist fertig. Also man kann es halt wirklich nicht, man kann auch überplanen, ja, das ist glaube ich so von Anfängern, die das erste Mal was aufschreiben wollen, einer der vielen Fehler, warum Sachen nicht fertig werden, weil man kann es dann nochmal verbessern und man kann es nochmal verbessern und dann kommt nochmal ein Testspiel und dann kommt noch irgendwie einer. Dann das Feedback ist ja auch immer sehr, sehr individuell von den Leuten, die dann mitgespielt haben und dann möchte man aber alles jedem recht machen und so und das funktioniert halt nicht. Insofern, wenn ich denke, jetzt ist fertig, dann ist fertig und das ist viel Gefühlssache, denke ich mal. Ist dann, ja. Oder? Ja, dem würde ich auch zustimmen. Also das Abenteuer, man kann das endlos weiter schreiben und verbessern, aber irgendwann, also meistens kommen ja diese Verlage mit so komischen Dingen wie Abgabeterminen, dann muss man ja auch mal was abgeben und fertig sein, aber Testspielen ist mega wichtig und hat mir, jedes Testspiel hat auch immer noch irgendwie neue Ideen gebracht, wie man ein Problem lösen kann, weil die Spieler immer andere Ideen hatten, als ich mir selber was gedacht habe und hat man einfach noch mehr Optionen vielleicht, die man anbieten kann. Was würdet ihr so sagen im Schnitt, wie oft, wolltest du auch noch? Wie oft testspielt ihr ein Abenteuer ungefähr, bis ihr der Meinung seid, dass es fertig ist? Zu meiner Schande muss ich gestehen, das geht von 0 bis 2 Mal meistens. Zu mehr habe ich einfach nicht die Zeit, weil dann die böse Deadline kommt. Wobei, ich glaube, Douglas Adams soll das gesagt haben, dass er meinte, ich liebe Deadlines, ich mag das zoschende Geräusch, wenn sie vorbeirauschen. Ja. Aber das ist im Rollenspielverlagen echt nicht anzuraten, weil da zu viele Leute dranhängen. Also wenn ihr was macht, Leute, gebt pünktlich ab, bitte. Aber ja, irgendwann kommt halt der Termin und ich spiele manchmal einmal, wenn es klappt, manchmal zweimal, wenn es klappt. Und in Vergangenheit gab es auch schon welche, die ich gar nicht gespielt habe, von denen die meisten dann am Ende, als ich sie nach der Veröffentlichung gespielt habe, zum Glück auch alle funktioniert haben. Aber das war halt viel Glückssache, muss man auch sagen. Also bei mir sind es auch so zwischen 1 bis 3 Mal. Es gibt eine Sache, die ich geschrieben habe, die ich tatsächlich nur in Teilen Test gespielt habe, was an der Struktur lag, weil es eigentlich kein einzelnes Szenario ist, sondern mehr über einen Zeitraum wie eine Art Episodenkampagne funktioniert und ich einfach nicht die Zeit hatte, wie du sagst, ne, Abgabetermine. Du kannst das dann nicht, ja, weil du brauchst so viele Wochen, du kannst ja auch nicht dann Leuten sagen, so, ihr Lieben, ich brauche euch jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag nächste Woche zwischen 19 und 23 Uhr. Habt ihr alle Zeit? Ja, super. Das geht nicht. Ja? Das heißt, es würde sich ziehen und das kann nicht funktionieren. Okay. Aber Testspielen bin ich auch wie die anderen der Meinung, super wichtig. Gilt auch für euch. Wie ist die, macht Testspiele immer selber oder gibt ihr auch Kampagnen im unfertigen Zustand an Leute raus, die das dann an eurer Stadt leiten und euch dann Feedback geben? Nein. Dazu bleibt normalerweise nicht die Zeit. Genau. Also man ist tatsächlich froh, wenn man es irgendwie hinkriegt. Außer man ist wirklich mal jahrelang mit irgendwas beschäftigt. Also es gibt ein Abenteuer, das habe ich, glaube ich, 1 Dutzend Mal gespielt, bevor es wirklich veröffentlicht wurde und danach noch ein weiteres 1 Dutzend Mal. Aber das ist wirklich die ganz, ganz große Ausnahme. Ja, so ähnlich bei mir auch. Also ich habe auch schon mal Sachen zum Testspielen rausgegeben, aber meistens ist dann das Problem die Zeit. Ich habe es auch nicht immer selber geschafft, was zu leiten oder selber Tests zu spielen, aber meistens ist das dann noch zeitaufwendiger, wenn ein anderer das leitet.
Auch so? Leider gleiche System. Und also noch was, man muss auch lernen, wie man mit Feedback arbeitet. Weil jeden Hinweis irgendwie, ohne ihn zu bewerten, auch einbauen zu wollen, gibt auch keinen Sinn, weil manches halt, wie gesagt, zu individuell ist. Also man muss auch da, auch das ist eine Lernkurve, wie man mit Feedback umgeht und welches Feedback man überhaupt haben möchte. Ich habe auch schon Abenteuer erlebt, die völlig zerredet wurden, weil irgendwelche, wenn sich eine Diskussion irgendwie entwickelt hat aus einem Kritikpunkt. Und den hätte man halt einfach locker ändern können. Und dann wurde aber so lange geredet, bis hinterher alle gesagt haben, ja, scheiß Abenteuer, kannst du knicken. Und das passiert halt auch. Ne? Muss man auch mit umgehen lernen, wahrhaftig. Ja. Aber wie Stefan vorhin sagte, manchmal haben die Spielenden ja so tolle Ideen. Manchmal welche, auf die man selber gar nicht gekommen ist. Und man denkt sich, meine Güte, das muss da unbedingt rein. Also ich finde das immer super wertvoll. Ja. Definitiv, ja. Wir haben noch Fragen aus dem Chat und zwar jetzt vielleicht so zum Ende hin, weil wir gleich schon fertig sind mit der Zeit. Und hier wird nämlich schon aufgebaut von der wilden Zockerei so langsam. Wofür schreibt ihr am liebsten und warum? Und dann vielleicht direkt anschließend, wenn ihr mit Verlagen zusammenarbeitet, was würde euch auch die Zusammenarbeit mit den Verlagen erleichtern? Also was ist da wichtig bei der Zusammenarbeit? Frage nicht, was der Verlag für dich tun kann, frage, was du für den Verlag tun kannst. Es ist einfacher. Meistens ist es wahrhaftig eher umgekehrt, dass Deadlines nicht eingehalten werden, dass Abenteuer in Strukturen abgegeben werden, die halt nicht in die Struktur passen, etc. Also ich glaube, alle Rollenspielverlage und alle Redakteure, die ich kenne, sind offen auf Fragen. Wenn man gern was möchte, bitte einfach fragen und die beantworten das. Das dauert vielleicht manchmal 2-3 Tage, weil die so einen Stapel E-Mails jeden Tag kriegen. Aber ich kenne keinen Redakteur, der nicht sofort jede Frage beantwortet, Dinge raussucht, etc. etc. Also bin ich zu sehr mit dem Verlag verheiratet sozusagen. Das ist dann halt, weil ich sehe die Probleme hauptsächlich aus der anderen Richtung. Und jetzt für mich, wofür ich am liebsten schreibe, ist immer das, was ich am liebsten gerade spiele. Das ist jetzt, für mich ist gerade DCC und Mausritter, weil das so meine Lieblingssysteme sind gerade, was sich ergibt. Ja, ich habe halt auch die Verlagsbindung sehr stark, weil ich seit ein paar Jahren sehr heftig mit der Redaktion Fantastik verbunden bin. Und darum schreibe ich auch sehr viel Private Eye im Moment. Aber was für mich tatsächlich wichtig ist, in der Rollenspielbranche ist es nicht möglich, Geld zu verdienen. Man sitzt im Endeffekt da und opfert sich auf und man kriegt im Endeffekt einen Hungerlohn. Und das geht durch die Bank. Auch wenn die Zeichner mehr Geld kriegen als wir als Autoren, werden die auch mit Hungerlöhnen abgespeist. Warum tut man es dann? Weil einem die Leute sympathisch sind, für die man arbeitet. Und wenn einem die Leute nicht mehr sympathisch sind, die da vielleicht an die Macht kommen oder wenn man mit denen mal zu tun hat, ja, dann geht man weg. Weil dann sagt man sich, ja, warum sollte ich dem jetzt noch helfen? Ich gehe jetzt zu dem oder zu der. Die finde ich sympathisch, da mache ich was. Aber der, nee, der ist doof, den mag ich nicht, für den schreibe ich nicht mehr. Und ich habe tatsächlich auch schon für Leute einfach deshalb geschrieben, dass ich sage, hey, ich finde dein Spiel cool, ich finde dich sympathisch, was brauchst du? Ah, du brauchst ein Abenteuer, du brauchst eine Hintergrundband. Jo, mache ich, kriegst du. Und dann ist mir auch Geld egal. Ich bin so selbstlos. Ich mache einfach mal weiter. Also ich schreibe ja im Prinzip bisher zumindest nur für zwei Systeme, für Cthulhu und Phtargen, was ja beides Horrorsysteme sind. Und ich schreibe an beidem gerne. Ich habe meistens mehrere Projekte in verschiedenen Phasen, die parallel laufen. Also keine Ahnung, kann halt sein, ich betreue für Phtargen als Redakteurin gerade irgendwie was im Lektorat und ich sitze an einem Text für Cthulhu, den ich schreibe zum Beispiel. Und bei mir ist es eher tagesformabhängig. Es kann sein, dass ich sage, oh, heute habe ich gerade total Lust, das und das zu machen. Aber bei mir hängt es weniger an jetzt, was ich gerade spiele, weil zum Beispiel spielen tue ich auch ganz viele andere Sachen. Mhm. Ja. Genau, da ist es, glaube ich, mehr Tagesform. Ja, ich finde, was Ralf gesagt hat, ist mir auch wichtig. Ich arbeite mit Leuten, die ich respektiere, die mich respektieren vor allen Dingen, wo ich auch die Arbeit, die ich machen kann, so
machen kann, wie ich die möchte. Also ne, wo man mich nicht dazu zwingt, irgendwelche sprachlichen Formalitäten einzuhalten, die ich nicht möchte. Weil wenn ich schon kein Geld dafür kriege, dann mache ich es aus Spaß, aus Überzeugung. Und wenn ich das für Leute machen möchte, die mich nicht mögen und sagen, ja, dann schreib mal halt irgendwas, dann schreibe ich nicht für die. Dann mag ich nicht mehr, habe ich keinen Bock. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, keiner von uns würde großartig jetzt anfangen, Fingerpointing zu betreiben. Da sitzt ein doofer Mensch, da sitzt ein doofer Mensch. Ganz ehrlich, ist ja die Ausnahme, ne? Muss man mal sagen. Die Rollenspielbranche besteht ja eigentlich aus netten Leuten im Großen und Ganzen. Es sei denn, man geht ins Internet, dann trifft man die ganzen Leute, die nicht ganz so nett sind. Aber wenn man sie live trifft, sind die Leute alle super. Insofern denke ich, dass im Großen und Ganzen. Und es ist auch so ein bisschen eben die Denkweise oder wie du selber damit klarkommst, wie du mit dem Schreiben klarkommst. Wenn du zum Beispiel sagst, hier die Formalia sind dir manchmal zu viel oder so, da habe ich jetzt weniger ein Problem mit. Aber wenn der Respekt nicht da ist, das finde ich ganz schlimm. Ja, der Respekt. Ich das Gefühl habe, ich schreibe. Dann Respekt. Genau. Ich schreibe was und dann gucke ich nachher in das fertige Abenteuer rein und denke, das hast du nicht geschrieben und es ist totaler Schwachsinn. Genau. Muss selber am Ende zufrieden sein mit dem, genau, mit dem, was ist. Ich glaube, das ist vielleicht das, was wünscht ihr euch von den Verlagen, wenn ihr für die schreibt, ist, dass man einen netten Umgangston pflegt, auch ein bisschen machen lässt, aber in klaren Vorgaben, weil natürlich will der Verlag ja bestimmte Dinge haben und halt Respekt und Wertschätzung. Und die Bezahlung kommt nicht nur irgendwie später, sondern die kommt wirklich ganz am Ende, weil jetzt, keine Ahnung, ich habe schon Cthulhu-Sachen geschrieben, da habe ich 3 Monate dran gearbeitet, habe dann 120 Euro gekriegt. Das ist halt noch nicht mal ein Taschengeld. Und das macht man aus Freude an der Sache und aus Selbstdarstellungsgründen, war zumindest bei mir lange der Fall. Ja. Ich habe mal ein Projekt tatsächlich durchgerechnet und ich habe festgestellt, dass ich so ungefähr für eine Stunde Recherche, Schreiben, Lektorieren für ein Projekt nachher unter 1 Euro pro Stunde gekriegt habe. Genau, das ist halt. Also, wenn ihr schreiben wollt, immer, tut es. Wenn ihr Geld verdienen wollt, geht arbeiten, lernt was Anständiges, ne? Wie eure Eltern euch das gesagt haben. Ja, genau. Aber wir machen das ja auch mit Herzblut und aus Herzblut. Ich sage ja, es ist ja Begeisterung, weil wir Spaß dran haben, weil wir den Drang haben, die Dinge aufzuschreiben und dann haben wir Leute weiterzugeben, die wir uns so ausgedacht haben, ja, denke. Guck mal, passend das Endeschild. Ich denke, super. So ein fantastisches Schlusswort.